Jo, servus Freunde, begrüße euch einmal wieder zu einer kleinen Tipps und Tricks Serie. Und zwar möchte ich da einmal das eine Video verbessern, und zwar wo es um das Stativ geht, also um das Selfie-Stick quasi, mit dem kleinen Tischerl, was ich mir gemacht habe. Und zwar, da habe ich ja einen Holzspieß gemacht, wo ich mir da das Gewind eingeklebt habe. Muss ich sagen, war nicht gut, Holzarbeit ist leider kaputt gegangen. Video dazu verlinke ich da oben, aber ich war auch nicht ich, wenn es nicht eine Ersatzlösung gibt. Nicht? Und zwar bin ich jetzt hergegangen, habe einen alten Trekkingstecken daheim gefunden. Ich sehe, die kann man ausziehen. Brauche ich nicht erklären, was ein Trekkingstecken ist. Wisst ihr alle. Und da bin ich jetzt ganz einfach hergegangen und habe mir unten die Spitzen quasi angeschnitten. Kann man sie anschneiden, solange man will. Ist ganz wurscht. Die werden dann schon langsam dicker. Aber mir reichen so 10 cm, was ich gemerkt habe. Wenn der Boden hart ist, bringt es gar nicht weiter rein. Wenn er weicher ist, natürlich schon, aber ja. Ich sage einmal, ich habe den jetzt circa so, 8 cm angeschnitten. Haben wir da jetzt mein Gewind quasi, also mein Gewindstift, reingesteckt und haben ihn wieder mit einem 2-Komponenten-Kleber ausgefüllt. Der hält jetzt wirklich wie Schwein. Wir haben da unten auch Eisenspitzen drauf, wo sie ja eigentlich alle Trekkingstecken haben. Wir können da auch noch, ich habe es jetzt nicht mitgenommen, aber das Teller könnt ihr auch noch draufschrauben, damit es besser einen Stand hat, ist alles möglich. Und auf alle Fälle habe ich jetzt wieder ein super Tischerl und ich kann das wirklich super wo reinstecken und das hält jetzt auch. Da passiert jetzt nichts mehr. Wie gesagt, das mit dem Holz ist leider nicht so, hat nicht so funktioniert, wie man es vorgestellt hat. War ein Pech, aber es ist wurscht. Jetzt habe ich eine Lösung, das wollte ich euch sagen. Könnt ihr natürlich auch nachbauen, alte Trekkingstecken gibt es bald irgendwo. Und klebt es da mit einem 2-Komponenten oder mit dieser Haarsklebepistole, das hält eh alles, ist kein Problem. Ja, dann bin ich noch hergegangen und habe mir meine 2 Tische noch einmal ein bisschen angeschliffen, habe es noch einmal mit Leinenöl einlassen und jetzt habe ich es noch einmal drüber lackiert und jetzt sind sie eigentlich wunderschön, schauen gut aus, kann nicht viel passieren, und oben lackiert. Ja, gut, das soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Das wollte ich euch nur kurz als Erklärung noch einmal angeben, dass das nicht gehalten hat, aber mit dem Stickel funktioniert das auf alle Fälle pipifeinst, würde ich sagen. So, dann hoffe ich wieder, dass euch das ein bisschen was geholfen hat. Sorry wegen dem Holzspieß, dass das nicht so funktioniert hat. Vielleicht funktioniert es bei anderen länger, bei mir hat es leider nicht so hingehalten. Holzarbeit, vielleicht wenn es ein härteres Holz ist, das besser ist. Meins war zu wach. Gut, in dem Sinne sage ich wieder mal Danke fürs Zuschauen und führt Gott.